Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Nachwuchs gesucht auf der Azubi-Messe Hennstedt-Ulzburg. Schüler stellen Ergebnis des Kooperationsprojektes mit Regionet in Bad Segeberg vor. Der Elektrodienstleister Elektromünster bietet E-Check in Norderstedt an. Der Amtsinhaber Hans-Joachim Grote einstimmig für die Oberbürgermeister-Wiederwahl als Kandidat der CDU nominiert. Reinhard Schuh übergab Spende an Pastor Wallmann in Norderstedt. Wirtschaft trifft Schule in Norderstedt. WKS stellt Wirtschaftsbericht 2016 in Bad Segeberg vor. Und Messe rund ums Haus in Norderstedt. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Vitanas, Ihrem Seniorenzentrum am Marktplatz. Ein Blick in die Zukunft. Erneut fand unter diesem Motto die Azubi-Messe im Bürgerhaus in Hennstedt-Ulzburg statt. Junge, engagierte und vor allem neugierige Damen und Herren hatten die Chance, sich regionale Ausbildungsbetriebe einmal näher anzusehen. Also die Ausbildungsmesse hat sich jetzt entwickelt über die Jahre. Wir machen das seit 2008. Wir haben angefangen in der Raiffeisenbank mit einer kleineren Messe, sind dann hier rübergegangen ins Bürgerhaus, um mehr anbieten zu können. Und ein Rahmenprogramm. Warum sollte man herkommen? Ja, einmal das interessante Angebot der Firmen, die wir haben. Zum Zweiten ist auch das Rahmenprogramm interessant. Der Bewerbungsmappencheck, wo man mal gucken kann, habe ich überhaupt eine gute Bewerbungsmappe von der VHS. Fotos werden gemacht. Seminarreihen werden vorgestellt. Also es geht auch um die Messe herum, auch ein Programm. Das macht das, denke ich mal, interessant. Am Standort Norderstedt haben wir eines unserer Produktionswerke, welches durch viele tatkräftige Mitarbeiter weiterhin versorgt werden muss. Und die Ausbildungsabteilung ist natürlich daran interessiert, viele junge Menschen zu motivieren, den Beruf kennenzulernen und dann tatkräftig in unserem Werk am Ende auch einen Arbeitsplatz zu finden. Wir sind zum zweiten Mal hier, weil wir letztes Jahr eine super Resonanz hatten, haben einen sehr guten Azubi dadurch gewonnen und deshalb haben wir uns gedacht, Hennstedt-Ulzburg ist unser Einzugsgebiet und deswegen versuchen wir das Ganze nochmal. Der Clou, am Stand stehen nicht die Chefs, sondern die Auszubildenden. Das ermöglicht den Austausch unter Gleichgesinnten. Die Ausbildungssuche ist bei den Besuchern in vollem Gange und bei den Ausstellern noch frisch in Erinnerung. Die Auszubildenden sprechen mit den Besuchern über ihre erlebte Zeit im Unternehmen und können wunderbar übermitteln, welche Aufgaben sie im Ausbildungsalltag zu bewerkstelligen haben. Die ungezwungene Atmosphäre der Azubi-Messe macht den Erstkontakt einfach. Ganz unverbindlich können sich Neugierige über angebotene Ausbildungsberufe informieren und die möglichen Kolleginnen und Kollegen in Spee entspannt kennenlernen und ausfragen. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Am 20. Februar können sich die Teilnehmer wieder für den Lumpenball schick in Szene setzen. Auf zur Rinderauktion heißt es wieder am 3. März in der Auktionshalle der Holstenhallen. Die Modellbau Schleswig-Holstein können die Besucher am 5. und 6. März in den Holstenhallen Neumünster bestaunen. Und am 19.03. können die Besucher der Holstenhallen die Ehrenamtmesse Miteinander, Vielfalt, Leben in der Stadthalle erleben. Die Schüler der Klasse der kaufmännischen Assistenten im BBZ stellten das Ergebnis des Kooperationsprojekts mit der Regionet Wirtschaftsförderung vor. Es ging in diesem Fall um das Thema Einzelhandel in Bad Segeberg und Wahlstedt. Das Ergebnis der Auswertungen ergab, dass sich die Kunden in Wahlstedt und Bad Segeberg mehr Internetpräsenz der Geschäfte wünschen, wobei die größte Internetpräsenz bisher bei der Gastronomie liegt. Außerdem kam bei der Befragung von Frauen und Männern in verschiedenen Altersgruppen heraus, dass sie Wahlstedt und Bad Segeberg nicht fit für die Zukunft sehen. Das BBZ Bad Segeberg ist ja eine Schule für Berufsbildung und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur Theorie vermitteln, sondern uns ist ganz wichtig, dass wir Praxis vermitteln. Der Kontakt zur Wirtschaft ist uns wichtig und deshalb ist es naheliegend, dass wir solche Projekte, die im Interesse auch der Einzelhändler vor Ort sind, hier umsetzen. Ja, das ist richtig. Es hat schon weitere Projekte gegeben. Wir haben mit der Firma Yorkisch, mit Arco, mit Pelz
schon weitere Projekte umgesetzt und wir haben jetzt parallel in der zweiten Klasse der kaufmännischen Assistenten ein Projekt mit Basses Blatt, wo es um eine ähnliche Fragestellung geht in der Bearbeitung. Deshalb ist das für uns eigentlich ein Dauergeschäft. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, weil im Berufsleben werden wir auch damit konfrontiert, dass wir Projekte ausarbeiten müssen. Und deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, dass wir das machen durften. Und das hat uns auf jeden Fall sehr viel gebracht. Als Lösung schlugen die Schüler einen Online-Marketing-Platz vor, um die Verknüpfung des lokalen Handels und eine Online-Präsenz optimal zu verbinden. Von der Beratung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Reparatur und Wartung elektronischer Geräte erhalten Kunden einen umfassenden Service in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen. E-Check, Haus-, Klingel- und Sprechanlagen, Wärmepumpen, Antennen oder Alarmanlagen gehören daher ebenso zu dem Portfolio des Familienbetriebes. Der E-Check beispielsweise ermöglicht in privat, gewerblich und öffentlich genutzten Gebäuden das rechtzeitige Erkennen von Gefahren. Bei dem E-Check handelt sich das darum, dass man überprüft, ob Ihre Elektroanlage den Sicherheitsanforderungen entspricht. Der E-Check selbst ist eine Marke der Erinnerungen und die Voraussetzung, dass man diesen E-Check durchführen darf, ist, dass der Betrieb zertifiziert ist für E-Checks und ein entsprechendes Seminar besucht hat, das natürlich mit einer Prüfung abgeschlossen ist, sodass man gleichbleibende Qualität bei der Überprüfung sicherstellen kann. Naja, die klassischen Fälle sind, dass Bauteile bereits angefangen haben, ihre Funktion zu verlieren, dass also Sicherheitsorgane einfach nicht richtig funktionieren. Lose Schraubverbindungen ist auch ein gern gehabter Fehler, der dazu führen kann, dass es im schlimmsten Fall zum Brand kommen kann. Und ganz am Ende muss man sagen, man kann das vergleichen wie ein Fallschirmspringer, der seinen Fallschirm vor 20 Jahren gepackt hat. Der springt auch nicht aus dem Flugzeug, ohne dass er einmal geschaut hat, ob alles in Ordnung ist. Das Unternehmen bietet für seine Kunden außerdem einen 24-Stunden-Notdienst an. Bei einem dringenden Bedarf sind die Fachleute mit ihrer Fahrzeugflotte schnell vor Ort und beheben die Störung. Nun ist es offiziell. Auf der Ortsmitgliederversammlung der CDU Norderstedt wurde am Freitag in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte der Amtsinhaber Hans-Joachim Grote einstimmig für die Oberbürgermeister-Wiederwahl als Kandidat der CDU nominiert. Der Chef der Norderstedter Verwaltung erhielt 44 Ja-Stimmen. Grote will im Fall seiner Wiederwahl in seiner herausgehobenen Position weitere 6 Jahre engagiert daran mitarbeiten, dass Norderstedt auch in Zukunft eine lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt für jedes Alter ist und bleibt. Er will seine Arbeit weiterhin mit Ausgewogenheit zwischen wirtschaftlichen und sozial notwendigen Komponenten im Sinne von Nachhaltigkeit fortsetzen. Es sind im Grunde die immer wieder neuen Aufgaben, die uns im Grunde antreiben. Ja, also wenn ich heute sagen würde, wenn Sie mich wählen, dann werde ich, das ist unglaubwürdig. Wer 18 Jahre im Amt als Oberbürgermeister ist, der wird nichts mehr versprechen können. Ich möchte Projekte, die in dieser Stadt auch von der Gemeinschaft, von der Stadtvertretung als wichtig erachtet werden, umsetzen und voranbringen. Ein völlig einstimmiges Ergebnis, ohne Enthaltung. Alle stimmberechtigten Stimmen für Hans-Joachim Grote. Das habe ich geträumt und manchmal werden Träume wahr und das ist so. Und das freut mich ungemein und ich bin stolz auf meine CDU hier in Norderstedt. Er ist der Richtige, weil er eben schon viel geschaffen hat und die Leute ihm vertrauen. Und er sich aber selber für sich sagt, stehen bleiben ist Rückschritt. Die Wahl findet am Sonntag, den 24. April statt. SPD und Grüne haben bekannt gegeben, keinen eigenen Kandidaten gegen Hans-Joachim Grote aufzustellen. Der Bekanntheitsgrad und das Vertrauen der Bürger, der Wirtschaft, Vereine, Verbände und Organisationen in den Verwaltungschef sind sehr hoch. Reinhard Schuh überreichte am 5. Februar im Gemeindehaus Norderstedt Friedrichsgarber einen Scheck über 800 Euro an Pastor Wallmann. Die großzügige Spende soll für die soziale Arbeit der Kirchengemeinde verwendet werden. Also wir haben ja hier Angebote, was das an Essen, dann haben wir noch Eistee, wir haben noch Wasser, und da haben wir jetzt ja investiert. Dann haben wir auch manchmal neue CDs und haben wir auch manchmal neue Bälle. Dann noch Tischtennis. Also wir kaufen dafür meistens das Essen, was wir hier machen. Die Chips, den Eistee und das Essen halt, was wir hier machen, Pizza oder so. Für jede gelungene Personalvermittlung spendet Reinhard Schuh, Inhaber von Personalschuh, einen Beitrag für die offene Jugendarbeit der Kirchengemeinde.
Heißen Sie herzlich willkommen in unserer Gemeinschaftsschule Haxheide. Die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt hat am 4. Februar wieder zu der Veranstaltung Wirtschaft trifft Schule eingeladen. Unternehmer, Geschäftsführer und Vertreter der Schulen trafen sich gemeinsam, um sich auszutauschen, neue Gedanken vorzustellen und einen Rückblick auf die vergangene Nachtschwärmer-Jobtour zu werfen. Also unsere Erfahrung ist eine solche, dass wir gerade als BBZ, als Berufsbildungszentrum, natürlich von unseren oder in Anführungsstrichen unseren Betrieben, die bei uns den Berufsschulunterricht durchführen lassen, zurückgemeldet bekommen und auch in der Vergangenheit zurückgemeldet bekamen, dass sie händeringend nach Auszubildenden, nach qualifizierten Auszubildenden suchen. Und deswegen, und jetzt kommt so ein bisschen Eigenwerbung, haben wir eben auch unseren Tag der Ausbildung ins Leben gerufen, den wir jetzt dieses Jahr im November, am 19. November zum vierten Mal durchführen werden. Also das heute ist ja die Wirtschaft trifft Schule-Veranstaltung, das Netzwerk zwischen Unternehmen und Schulen. Wir haben hier unter anderem das Thema Nachtschwärmer Jobtour 2016, die Vorbereitung. Resümee ziehen aus der im vergangenen Jahr im November stattgefundenen, die ja wirklich sehr, sehr erfolgreich war mit 300 Schülern. Wir haben aber dieses Mal noch weitere Themen wie Koordination der Praktika, die hier in der Stadt durch die Schulen durchgeführt werden, sodass es keine terminlichen Ballungen gibt, aber auch neue Wege und Anregungen, wie man vielleicht Auszubildende werben kann. Insgesamt also Netzwerkarbeit rund um das Thema Wirtschaft und Schule. Der Ursprung ist ja, dass ich mich mal geärgert habe, weil ein Unternehmer sich hinstellte und beschwerte, naja, die jungen Leute sind ja alle nicht mehr ausbildungsfähig. Damit mag er ja sogar in Teilen recht haben. Geärgert hat mich daran, dass danach nicht eine Aktivität erfolgt ist. Deshalb sind wir angetreten und haben Unternehmen und Schulen zusammengebracht, sodass beide mal miteinander sprechen und beide die Erwartungshaltung des jeweils anderen abfragen, sodass dann beide auch gemeinsam viel mehr erreichen können. Für uns als Wirtschaftsförderer ist das mehr als naheliegend. Das Thema Fachkräftemangel ist insgesamt ein Thema, das ja auch uns und die Region hier trifft. Und der Fachkräftemangel, den wird man nicht erst beheben können, wenn man mit den 25-, 30- oder 35-Jährigen umgeht, sondern den muss man ganz vorne beheben. Das Prinzip der Nachtschwärmer-Jobtour ist einfach. Junge Schulabgänger besuchen zwei Betriebe und lernen diese an einem Abend kennen. Im Gegenzug dazu haben die Unternehmer die Möglichkeit, einen ersten Eindruck von den Schülern zu gewinnen. So lernen sich beide Seiten in einer lockeren Atmosphäre kennen. Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg hat bei ihrem alljährlichen Pressegespräch den Wirtschaftsbericht 2016 vorgestellt. Mit diesem Wirtschaftsbericht legt die WKS erstmalig ein umfangreiches Dokument zur Struktur und zur wirtschaftlichen Aufstellung des Kreises Segeberg vor. Das Jahr 2015 ist als erfolgreich zu verzeichnen. Insgesamt hat der Kreis Segeberg im Zusammenhang von Bevölkerung, Infrastruktur und Wirtschaft viele positive Entwicklungen vorzuweisen. Und die WKS unter der Leitung des Herrn Graumann hat sich herangemacht und dort mal zusammengetragen, was hier im Kreis Segeberg so vonstatten geht. Und um den Kreis Segeberg noch besser sichtbar zu machen, haben wir viele Veranstaltungen beschickt und Messen besucht und auch betreut. Innerhalb des Kreises wie außerhalb des Kreises, von Bad Segeberg über Hamburg, Neumünster, als auch bis nach München zur Expo Real. Die WKS betreibt hier das Gründerzentrum Setup in Bad Segeberg, das inzwischen nur ein gutes Jahr nach seiner Einweihung zu 70% ausgelastet ist. Das war zum einen der Naturtourismus. Wir haben aber auch die Gründerwoche Deutschland mit zwei Veranstaltungen unterstützt. Wir haben viele Veranstaltungen zum Bereich der Frauenbeschäftigung gemacht durch das Projekt Frau und Beruf. Wir waren auf der B2B Nord in Hamburg. Allgemeinwirtschaftlich dürfen wir zufrieden sein. Wir dürfen in Deutschland zufrieden sein, in Schleswig-Holstein zufrieden sein, aber auch in besonderem Maße dürfen wir im Kreis Segeberg zufrieden sein mit dem, was erreicht wurde. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben eine attraktive Arbeitslosenquote, sprich eine niedrige Quote. Wir haben viel Perspektive in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung. Ja, wir vom Bündnis für Wirtschaft haben in mehreren Projekten mit der WKS sehr intensiv zusammengearbeitet. Da ist einmal der Gesprächsabend in Blunk gewesen über die Dynamik, die aus der Fehmarn-Belt-Querung resultieren kann, mit Herrn Rover und Herrn Bösche als Hauptrednern. Dann haben wir uns intensiv eingebracht in die Debatte um Naturerlebnisse zwischen den Meeren. Und wir haben in Trappenkamp
Kamp einen recht gut besuchten Workshop organisiert. Zukunftshoffnung, Migration, Willkommen und Integration. Die Erwartungen sind, dass ich die erfolgreiche Arbeit der WKS fortsetzen kann, die erfolgreich aufgebaute Gesellschaft weiterentwickeln kann, positionieren kann, die Visibilität stärken kann und weitere Akzente setzen kann. Die Fortschreibung der Aktivitäten im Bereich des Naturtourismus. Da soll ein Naturschutzkonzept entwickelt werden, ein Tourismuskonzept, auch ein strategisches Ziel des Kreises Segeberg als Gesellschafter der WKS. Dann möchte ich einen Klimatag planen, zusammen mit den Klimamanagern vom Kreis und auch weitere Aktivitäten gemeinsam mit dem Bündnis von Wirtschaft aufgreifen und fortsetzen. Da bin ich mal gespannt auf das, was ich nach dem 1. Februar hier alles im Rahmen der Einarbeitung finde und worauf man aufsetzen kann. Ulrich Graumann hat in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Aufbauarbeit durch den WKS und für den Kreis Segeberg geleistet. Dafür gebührt ihm großer Dank. Seit 1. Februar übernimmt Maike Moser die Geschäftsführung der WKS. Messe in Norderstedt. Unser Oberbürgermeister, herzlich willkommen. Rothe, sag das mal. Die Infomesse rund ums Haus ist die Mutter aller Messen. Bauen, planen, sanieren, renovieren, wohnen und einrichten, modernisieren, finanzieren. Bei der Rund ums Haus sind alle richtig, die sich vielfältig zu diesen Themen informieren möchten. Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Norderstedt und der Volksbank in Norderstedt hat dazu beigetragen, dass in Norderstedt eine der beliebtesten, interessantesten und auch eine der größten Messen dieser Art in Norddeutschland stattfinden kann. Und das zum 20. Mal. Der Veranstalter freute sich sehr darüber, dass das Interesse der Besucher und der Messeanbieter auch bei der 20. Auflage dieser Mutter aller Messen im Rathaus Norderstedt ungebrochen war. Zum 20. Mal haben wir das Thema rund ums Haus aufgerufen und ich freue mich. Ich bin richtig stolz, dass wir das so über so viele Jahre erhalten haben und vor allen Dingen mit der hohen Qualität erhalten haben. Wie immer haben wir die ganze Palette unseres Dienstleistungsangebotes dabei. Wir sind Dienstleister aus vollem Herzen und welche Frage auch immer Sie zum Thema Immobilie haben bei Engel & Völkers, sind Sie richtig. Und das wo auch immer auf der Welt, ob mitten in Norderstedt oder am südlichen Ende der Erde. Ja, der Trend ist ganz stark im Einbruchschutz und natürlich auch im Wärmeschutz. Nur der Einbruchschutz steht im Moment im Vordergrund. Dafür haben wir mehrere Produkte im Türenbereich und im Fensterbereich, wo wir dieses Komplettpaket liefern können. Ja, also wer sich heute neue Fenster einbaut, der sollte darauf achten, dass diese Fenster mindestens RC2 vom Sicherheitsstandard haben. Wer Kunststofffenster, die zwischen 25 und 30 Jahre alt sind oder neuer, der kann sich diese Fensterbeschläge auch umrüsten lassen. Mit Pilzkopfverriegelung und hat dann einen Beschlag nach RC2. Es gibt viele Trends, die sich im Bereich Bädertechnik abzeichnen, aber nicht nur Bädertechnik, sondern auch Wassertechnik. Wir haben jetzt heute hier mal mitgebracht eines unserer neuesten Produkte aus unserem Premium-Segment. Das ist das Catalano New Flush. Da geht es letztendlich um die Spültechnik und um die spülrandlose Spültechnik und ist sehr hygienisch und sehr komfortabel und ein sehr hochwertiges Produkt. Die Messe vom letzten Jahr war sehr, ja, ich sag mal sehr gut. Wir konnten auch einige Geschäfte daraus entwickeln. Wir haben neue Suchkunden dazu bekommen und wir hatten auch einige Auftragstermine, wo es dann eben halt auch zum Auftrag gekommen ist und wir die Immobilie dann veräußern durften. Heutzutage ist die Frage nach Einbruchschutz extrem hoch geworden. Und deswegen zeigen wir den Kunden, welche Möglichkeiten sie haben, um ihr Objekt zu sichern. Fenster haben wir Zusatzsicherung, die wir hier präsentieren. Und im Türbereich ist die Anforderung auch sehr hoch geworden, welche Möglichkeit man hat, um eine Haustür selber zu sichern. Ja, man kann feststellen, dass die ganz großen Preissprünge in Norderstedt vorbeigehen, also dass Norderstedt davon nicht betroffen ist. Der Neubaubereich hat höhere Preissprünge als der aus den Bestandsimmobilien. Es gibt keinen einheitlichen Markt in Norderstedt. Der Norderstedter Bürger, der eine Immobilie kauft, weiß ganz genau, welche Standorte in Norderstedt interessanter sind, wo es teurer ist, wo es preiswerter ist. Und das alles reflektiert sich dann in dem Marktpreisbericht, den wir für 2015 herausgebracht haben. Wir haben heute explizit eine Fassade von der Firma Eternit mitgenommen. Die Profile nennen sich Cedral-Profile, sind super klasse, weil sie halt wartungsfrei sind, sind brandfest und sind als Holzimitat
ganz toll geeignet, weil es natürlich irgendwie was Kuscheliges ist, ne? Wenn man das Haus so ein bisschen so in so einem Schweden-Style umbaut und dämmen kann, das ist klasse, ne? Und wie gesagt, farblich ist es ja, wie Sie ja drüben auch sehen, überhaupt keine Möglichkeit mehr ausgelassen, da irgendwie sich selbst zu verwirklichen. Wir bieten im Prinzip vom Keller bis zum Dach, das heißt alles, was ein Tischler macht oder Sachen eben, die es noch nicht gibt. Und das Besondere ist eben, dass wir dem Kunden eben dann ganzheitlich anbieten können in Verbindung mit anderen Gewerken, die auch zum Beispiel hier auf der Messe vertreten sind. Man kennt sich seit Jahren, man arbeitet zusammen, der eine weiß, wie der andere tickt und der Kunde braucht sich um nichts kümmern. Und das Gute bei uns ist in der Regel, wir finden für alles eine Lösung. Geht nicht, gibt's nicht, ist wirklich so ein Leitspruch. Genauso wie unsere Tischler zaubern, dafür steht ja auch UZ unter anderem. Also ich habe heute einmal mitgebracht, das ist ein Genostopp, das ist ein Trinkwasserstopp für Sicherung des Hauses. Weil wir haben in diesem Jahr von Ende Dezember bis Februar halbwegs 10 Keller gehabt, die vollgelaufen sind mit Wasser, wo wir sehr viel Aufwand betrieben wurde und auch sehr viel Wasserschäden im Keller entstanden worden ist. Da ist natürlich der Genostopp, den wir hier haben, einmal genau das Richtige. Sobald ein Wasserschaden auf dem Boden entsteht oder Wasser ansteigt, dann wird das Wasser sofort abgesperrt und somit wird gleichzeitig die Trinkwasserversorgung im ganzen Haus unterbrochen. Und dann hat man auch auf jeden Fall keine weiteren Schäden. Und das ist jetzt eigentlich so der Augenmerk, worum wir uns so gekümmert haben, weil zu viele Wasserschäden entstanden sind, die wir im letzten Jahr und diesem Jahr hatten. Also angefangen haben wir schon mit der ersten Messe hier. Da war das noch der Rohling. Und da war die Messe nur vorne im Rathaus, im ersten Obergeschoss. Und das waren die Anfänge, also vor 20 Jahren. Naja, das ist der Mittelpunkt hier in Norderstedt. Ist gut erreichbar für Jung und Alt. Und es hat sich etabliert hier. Ganz speziell hier auf der Messe haben wir beispielsweise einen neuen Kessel der Firma Buderus, der also jetzt ganz frisch auf den Markt gekommen ist. Der einzige Kessel, der in einer bestimmten Kombination schon von Haus aus mit einer A-Plus-Klassifizierung versehen ist. Ich bin immer zufrieden, wenn die Aussteller zufrieden sind. Und wir haben also unseren obligatorischen Messerundgang. Den haben wir heute auch schon hinter uns, 2,5 Stunden. Wir sind an viele Stände nicht rangekommen. Dann bin ich schon zufrieden, weil dann sehe ich, dann läuft es. Jahr für Jahr wird damit bestätigt, welchen Stellenwert diese Veranstaltung für die Menschen in der Region rund um Norderstedt hat. Stadtmagazin TV Termine. Der Immobilientalk bei Kaffee und Kuchen findet am 17. Februar bei Hausmann Immobilientreff statt. Um Anmeldung unter info@hausmann-makler.de wird gebeten. Benjamin Moser gibt mit Piano-Rezital am Sonntag, den 21. Februar, erneut ein Konzert bei der Kammermusik Quickborn. Und A Tribute to Dire Straits können die Besucher am 12. März im kleinen Theater am Markt in Bad Segeberg bewundern. Und hier kommen die Schlagzeilen. Auf dem Neujahrsempfang der Sanitärheizung Klimainnung für den Kreis Segeberg wurde Vorstandsmitglied Per Nielsen mit der goldenen Ehrennadel der Handwerkskammer Lübeck für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Die Polizei warnt vor Giftködern in Kleinrönnau und bittet um Hinweise unter 045 51 8840. Und Erster FC Quickborn und Rewe spenden 5.200 Euro an Kinderhospiz Sternenbrücke. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Vitanas, Ihrem Seniorenzentrum am Marktplatz.